Hallo YouTube, AdSense hier. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um das CSL Grand Open in Berlin, was am 22.04. April halt und 23.04. in Berlin halt stattfindet, in der Schottstraße 6. Und zwar habe ich die Ehre, es wieder ein bisschen so über YouTube anzukündigen für euch. Vielleicht haben einige von euch schon das Video vom Mats abgesehen, das kam heute Vormittag schon. Was soll ich euch erzählen? Was möchte ich euch erzählen? Als allererstes, was euch vielleicht am meisten interessiert, ja, ich werde dabei sein. Ich weiß noch nicht, ob ich beide Tage da bin, aber den Samstag auf jeden Fall. Und Sonntag möchte ich eigentlich auch unbedingt, weil ich dann das Goat-Event mitspielen möchte. Was gibt es allgemein erstmal zu sagen über das Event? Das ist das Grand Open in Berlin. Das heißt, es gibt VIP-Tickets. Beziehungsweise die gibt es nicht mehr, die sind glaube ich ausverkauft oder vorhin waren noch zwei erreichbar. Und Standard-Tickets gibt es auf jeden Fall noch genug, die könnt ihr über Eventbrite bestellen, aber auch über Cardmarket. Ich verlinke euch natürlich die Facebook-Seite vom Event, von der CSL und von Cardmarket direkt in der Videobeschreibung. Was könnt ihr vor Ort alles entdecken und mitmachen? Also vor allem das Major-Event halt, was wahrscheinlich wieder das größte Non-Premier-Event aus im Osten Deutschlands sein wird, so in dem Monat auf jeden Fall. Da kostet das Standardticket 14,99 soweit ich weiß und 39,99 das VIP-Ticket. Ist dann im aktuellen Format mit dem Structure Deck Lair of Darkness erlaubt. Das ist auf jeden Fall wieder eine Nummer für sich, weil halt allgemein die früheren CCG Major Twistops, jetzt die CSL Card Spots League Major Twistop, immer sehr von Qualität sprechen. Da hat man richtig viele gute Spieler dabei. Aber es gibt natürlich, wie immer, jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren schon, einen Livestream. Den machen Robin Bachofner und Leonard König. Einmal CCG, einmal Team Trend. Da gibt es diesmal auch eine Besonderheit. Die machen nicht immer ein Featured Match pro Runde, nein, die machen sogar zwei. So gibt es halt weniger Leerlauf. Wenn mal irgendwie ein Zug 10 Minuten dauert, können sie halt über das andere Spiel reden. Das klingt nach einer schönen Erneuerung und ich bin gespannt, wie die Jungs das umsetzen und ob sie da in Stress verfallen oder ob sie einfach mehr Spaß haben, weil mehr Dynamik drin ist. Dann gibt es am Sonntag, den 23.04. Noch ein größeres Side-Event. Das soll dann das CSL Goat Control sein, wo ja der Henrik aus unserem Goat-Event aus Halle einen Eintritt bekommt, aber ich habe schon erfahren, er kann zu dem Termin leider nicht kommen. Also wird es weitergereicht an Robin Resch. Glückwunsch an dieser Stelle, mein Junge. Du darfst kostenlos bei dem Event teilnehmen. Ansonsten gibt es aber auch noch ein Event für Final Fantasy-Freunde. Das ist ja ein etwas neueres Kartenspiel, was aber auch guten Anklang gefunden hat. Vor allem in Berlin hört man viel davon, dass da schon aktiv gespielt wird. Aber ich würde auch sagen, wer mit Pokémon, Magic oder allgemein mit Kartenspielen was zu tun hat und an dem Tag in der Schottstraße 6 sein möchte, an den zwei Tagen, der kann auch mit dem Maximilian Hellwig, mit dem lieben Quang, am Stand quatschen. Der kauft, soweit ich weiß, auch andere Kartenspiele außerhalb von Yugi ein, vor allem Pokémon, habe ich da schon öfters rumliegen sehen, dass er das mitgenommen hat. Also wenn ihr da so Zeug habt, was ihr loswerden wollt, das ist euer Mann für dieses Wochenende. Und natürlich könnt ihr bei den CSL-Events wieder Punkte sammeln und dann gibt es wahrscheinlich wieder am Ende der Season ein Finale. Jetzt kommen wir zu dem Gewinnspiel, was ich hier mit verlosen darf. Und zwar bekommt ihr ein VIP-Package vor Ort, wenn ihr ja richtig ausgelost werdet. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, wo war das letzte Finale von der CSL und dann nehmt ihr teil und die Verlosung werde ich dann beim Mats-Upstream, denke ich mal, auch mit bekannt geben, beziehungsweise dann später noch im Freitagsvideo nächste Woche wahrscheinlich. Also seid mal am 18.04. auf dem Mats-Up-Channel, denn da wird der Gewinner auch noch ausgelöst. Macht euch keine Sorgen, falls ihr schon euer Ticket gekauft habt. Ich denke mal, wenn ihr gewinnt, kann man da mit der CSL auch quatschen, dass euer Standard-Ticket oder VIP-Ticket Package, was ihr vorher gekauft habt, wegfällt und ihr halt das Gewonnene dann benutzt, mehr oder weniger. Nicht, dass es da noch irgendwie Probleme geben sollte oder so. Also macht ruhig mit, auch wenn ihr schon ein Ticket habt. Dann sehen wir uns in Berlin, denke ich mal, in einer Woche, ein bisschen länger. Ich bin selbst auch gespannt. Ich werde das Major-Event mitspielen, weil Lair of Darkness, Infernoids, ist naheliegend, dass ich da was Neues mal ausprobieren möchte. Jetzt gerade vor der National Season kann man ruhig mal so ein größeres Turnier mitspielen. Also macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Bis die Tage, euer Jens.